So. Da sind wir doch fast, fast gut aufgestellt. So, das dürfte jetzt auch passen. Und hier nehmen wir noch den hier und dann sind wir dann da auch durch. Da kommt ein Auto. Oh, die eine Pflanze weint schon richtig. Also der eine Walnuss. Die arme Walnuss. Eigentlich ist es sinnlos, die da hinzu. Aber egal, mein Gott. Ein bisschen so. Na los, ich will hier noch die eine Walnuss haben. So. Haben wir das auch und jetzt können wir in Ruhe die die hier setzen. Das war doch bis jetzt ganz erfolgreich. So, dann sind wir doch fertig. Oder? Ja, der ist auch bei gleich Geschichte. Und geschafft! Wieder ein Zettel gefunden. Hallo, wir haben von deiner Poolparty gehört. Finden wir lustig. Wir kommen rüber. Herzlichst die Zombies. Auf die Plätze, fertig. Pflanzen. Ein Triplinator. Super. Noch ein Triplinator. Klasse. Da können wir fort. Super, aber ich brauche noch Triplinatoren. Jalapeno, gut. Walnüsse. Klasse. Das ist ging voll daneben eben gerade. Da gehen wir jetzt mal Level Neustart, aber ich kann mir, ich kann mir nichts im Laden kaufen. Mist, dann gehe ich am besten noch mal ins Hauptmenü und gehe dann in den Laden. Weil jetzt kann ich in den Laden und kaufe dann nochmal die Hake, weil die ist echt nützlich. Level neu starten, ja. So, dann haben wir wenigstens am Anfang noch die Hake und dann am besten hier und hier platzieren, weil dann habe ich hier und hier erstmal abgedeckt, ja, die beiden. Also wenn jetzt nochmal zwei Triplinatoren kommen. Zur Not habe ich immer noch die Jalapenos und das Stachelkraut lege ich gleich mal auch am Anfang aus. Das Zündholz kommt dann hier hin. Nochmal Stachelkraut. Oh, kommt hier mal bitte etwas.
Jalapenos. Nochmal Stachelkraut. Ah, es wird verdammt knapp, Leute. Sündhaut kann ich auch vergessen. Nochmal Stachelkraut. Verdammt schlecht aus. Ah, hier machen wir jetzt, damit wir hier wenigstens zwei auf den drauf haben. Aber es wird wahrscheinlich auch nichts werden. Hier brauchen wir noch ein Jalapeno. Dann am Ende. Ja. Sonst wird's nichts. Stachelkraut, Stachelkraut, Stachelkraut. Hier haben wir den Schlingtang, Schlingtang. So, gut, das war jetzt echt gut. Ach, jawohl. Jetzt haben wir endlich nur halbwegs ordentliche Verteidigung aufgestellt. Mal sehen, wie lange die halten wird. Ich bräuchte halt hier noch gut Schwingtanks. Klasse. Am besten halt hier. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Hier, dann haben wir hier die alle drei abgedeckt. Ja. Oh, halt nicht den hier brauchen wir. Oh, ey, es wird langsam, es wird. Das sieht gut aus, das dürfte man locker schaffen. Ich glaube, den Schlingtang hebe ich mir dann auch auf für andere Male. So, das sieht jetzt... Ach, hier brauchen wir einen vierten Schlingtern. Nein. So, den kann man auf jeden Fall hier einsetzen. Ach Mann, immer diese... Das haben wir noch einen Schlingtern. Ist verdammter Müll. Sündholz sieht super aus. Schlingtang. So, super. Schlingtang. Da könnte man jetzt. Haben wir noch irgendwo ein Seerosenblatt? Ja, jawohl, super. Ach, da brauchen wir dann keinen Schlingtang mehr. Hier noch ein Seerosenblatt und dann. Brauchen hier noch ein, hier haben wir noch ein Stachelkraut, wir bräuchten hier noch einen. Oh, dann kommt das Stachelkraut hier hin. Machen wir noch einen Schlingtang davor. Ah, juhu, endlich. Haha, geschafft. Hier bräuchten wir dann noch ein Stachelkraut. Ja, ist da. Und hier brauchen wir dann später auch noch eins. Da erstmal die Triplinatoren und Duplinatoren. Hm.
langsam kritisch. Wir haben keinen Doch hier an der Stadt zu Hause. Kräuter. Auto, Kräuter. Ich bin auch hier nicht mehr einfach. Ach gut, super. Das sieht echt gut aus. Das sieht echt aus, als könnte ich schaffen. Mal die Jalapenos mit benutzen, um hier ein bisschen für hierhin Geld, 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 Geld. Ich bin Geldgeil. Und muss ich schon einen ersetzen? Ne, sieht noch gut aus. Aber hier kommt noch ein Stachelkraut hin und hier müsste es dann auch eins hin. Ah, da wollte ich ja gar nicht hin, aber egal, ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, los, 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 los. Dann lassen wir noch die. Dann haben wir hier noch einen Jalapeno. Und explodiere. Boing. Yeah. Was haben wir denn hier erhalten? Wasserpflanze, die über kurze Entfernung Sporen verschießt. Den Meerespilz. Früher nannte man mich Nebelmann, weißt du? Weil ich immer im Nebel versteckt und dann die Leute erschreckt haben. Ach, das waren noch Zeiten. Jetzt sind die Pilze wieder aktiv. Super. Das finde ich ja mal klasse. Dann nehmen wir... Was nehmen wir denn dann mal? Auf jeden Fall erstmal wieder den hier. Wir nehmen dann... Da muss ich mal gucken. Und zwar den hier. Schaden normal, Bereich gering. Bringt mir dann wahrscheinlich nicht so viel. Also lieber den hier. Dann nehmen wir. Zack, 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 zack. Jo. Und los geht's. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das denke. Aber dürfte, glaube ich, nichts schief gehen. Die habe ich noch. Jawohl, die habe ich noch. Und los geht's. Oh. Der Nebel. Dann nehmen wir hier erstmal die kleinen Pustepilze. Und dann am besten... Naja, erstmal... Erstmal muss ich halt die kleinen Sonnenpilze pflanzen. So. Na, kommt hier mal noch ein Sonnenpilz? Brains. Der ist ja sehr zaghaft, der Zombie. Na, das sieht doch... Mal gucken. Und vielleicht hätte ich auch doch besser die Sonnenblumen wählen sollen. Aber ich glaube, mit den Pilzen habe ich auch eine ganz gute Entscheidung getroffen. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Was doof ist halt, dass man noch die dämlichen... Die dämlichen...